Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Invasion zusammen mit Miri und Balui. Und vorab, meine lieben Damen und Herren, Menschen und Doktoren, ich weiß, dass die letzten zwei Folgen sehr ruhig war, weil ich sehr viel nachgedacht habe über Gott und die Welt. Und ja, das, jetzt bin ich fertig mit Nachdenken. Jetzt wird wieder gegessen, geredet. Yeah. Ist dasselbe. So. Wir haben eine Rusty Pipe und ganz viel Rope bekommen aus einem von den Dingern. Da sitzen die heulenden Idioten rum. Boah, der Turm! Er ist einfach weg! Ja, da brennt noch ein einzelnes Stück Holz. Gehst du jetzt ernsthaft nach Hause und lässt mich jetzt alleine? Ich hab nur noch ein Herz oder sowas. Ich bin fast hinüber. Du hast mich auch alleine gelassen, mitten in der Nacht. Ich bin gestorben! Gilt das alleine lassen. Richter hat entschieden. Tschüss. Na, wenn du einfach in dem Haus sitzt, das die abfackeln, kann ich ja nichts für. Das wohl war ja. 50 Punkte. Ich hab dich gewarnt. Ich hab dir gesagt, dein Haus wird gerade abgefackelt. Wow! Anstelle mir zu helfen. Was soll ich tun? Ich saß in Sicherheit. Ich hab mir ja nicht, schnappen, mich ich hab mir ja nicht das Haus ausgesucht, das abgefackelt wird. Shit. Okay. Scheiß auf die Airdrops. Wer braucht schon Airdrops? Ich ja, bin ich habe meinen Airdrop auch liegen lassen und bin lieber gegangen. Hier sind so viele Gegner. Die können mich doch alle mal kreuzweise. Ich bin sowas von tot. Aber ich habe eine ganze Menge Zeug mit dabei. Mhm. Es war sehr erfolgreich, glaube ich. Ich habe ganz viel pinken Teppich. Das brauchen wir. Ja, ich weiß. Das war das, worauf Katze gewartet hat. Das ist ein Kopf. Warum steht hier ein Kopf? Auf was habe ich gewartet? Auf pinken Teppich. Oh ja, das ist richtig. Warum ist hier eine Nether-Festung? Oder sowas in der Art? Nein, das ist nur so ein Haus. Da ist aber nichts drin. Ich habe es schon angeguckt. Aber Nether-Warzen. Wir könnten Heiltränke machen. Ja. Nein, Drohne. Ich bin fast zu Hause. Du... Ich stehe vor dem blöden Gatter. Oh. Da war eine Drohne und das war fies. Dieses Spiel. Ich bin direkt vor dem Eingang gestorben. Oh nein, ein Hund. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist ein Revolver. Für den Hund würde ich den Revolver benutzen. Ja, ich geht nicht. Hier ist ein pinkes Wollhaus. War die in dem schon drin? Hilfe, das ist Katze. Barbies Traumhaus. Katze, ja. Hilfe! Wo bist du denn? Oh, ich sehe dich. Du bist schon fast zu Hause. Warum soll ich dir noch helfen? Du, du siehst gleich, wo ich gestorben bin. Und jetzt hast du einen Hund mitgebracht. Ich wollte gerade mein Zeug holen. Da ist eine Drohne hinter dir. Das ist die Drohne, die mich umgebracht hat. Mach die Tür auf, Miri! Mann, mach doch die scheiß Tür auf! Ich wollte gerade selber raus. Ich mach sie auf, komm rein. Oh Mann! Ist er down? Ja! Ich wollte sie in dem Moment auch aufmachen, um meinen Loot zu holen. Mann! Oh, ich krieg einen Herzinfarkt-Moment nach dem anderen hier. Oh! Endlich wieder in der Base. Und Katze geht erstmal. Wir sind endlich wieder zu Hause und er ist gegangen. Ich halte das nicht mehr aus. Hat ich war die ganze Zeit überall, unterwegs. Er hat wahrscheinlich hier überall Unordnung gemacht in meinen Kisten, während wir weg waren. Ich habe nur die Einsortierkiste benutzt. Ja, Unordnung gemacht. Ich habe keine Unordnung Lust mehr auf das. Können wir das beenden, bitte? Ich will auch nicht mehr. Hier ist doch ein Slimeball drin. Oder wer hat den da rein? Ja, einen, aber wir brauchen zwei. Der reicht doch. Das macht meine Psyche nicht mehr so lange mit. Dieses Projekt. Das war fies. Okay. Oh, ich habe den zweiten Slimeball. Cool. Und ich habe ein paar Störgerüsche. Was brummt denn da bei dir? Hast du einen Vibrator da an? Ich dachte kurz, als wäre eine Drohne oder so, die uns wieder angreift. Nein, nein, nein. Wir sterben. Was war das? Hallo, Katze. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr schade für uns, nicht? Was? Ja. Das ist gesägt. Hört sich gut an. Das kannst du bestimmt in die Musik mit einbinden. Das hört keiner. Ich denke, das fällt keinem Zuschauer auf, hättest du das nicht erwähnt. Ja, das keiner ist hätte halt das einfach gehört. Klar. Das ist halt... Ich da muss immer ich mit Kindern aufnehmen, die im Hintergrund mit dem Fußball gegen unsere Garage spielen. Das ist auch immer super. Ich kenne das. So, jetzt haben wir endlich das eine fertig. Das mit dem... für die Slimeballs, das wir gebraucht haben. Wieder mit mehr Hot Dogs. Ja, ist ein sehr schönes Geräusch, gell? Es ist sehr angenehm, also. Ja, ich bin da sehr entspannt. Gibt Schlimmeres auf der Welt. Ich hab dir jetzt deine Bücher da reingetan.
Ja. Deswegen sind wir auch losgegangen, nur wegen den scheiß Büchern. Aber wir haben welche gefunden. Ich habe zumindest welche gefunden. Du warst ja damit beschäftigt, nicht zu verbrennen. Ich habe 13 Workbenches. Ich denke, da kannst du... Wo hast du die denn her? Die waren in meinem Haus, in den ganzen Häusern. 4 Pistons habe ich auch. Das ist auch schon mal sehr nice. Miri, du musst... Haben wir schon einen Resonator irgendwo stehen? Nee, oder? Gehst du durchsortieren, wen? Warum sortierst du das denn nicht selber? Ich habe das nicht da reingeräumt, aber ich wollte gerne was reinräumen. Nun geht es leider nicht. Nee, die Hand hier will ich nicht. Der Resonator braucht 5 Iron. Ich habe eine Enderperle gefunden. Glückwunsch. Der Typ, der sich zu mir teleportiert hat, da hat sich einer hin und her teleportiert. Der hat eine Enderperle dabei. Der war fies, oder? Irre. Wir sind irre. Alle irre hier in dem Projekt. Alle, inklusive Blauli. Nein, erstmal haben wir die Blauli, sagen wir mal. Und nee. Blauli hat eine Identitätskrise. Er hält sich für einen anderen, als er ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich gehe nie wieder raus. Nie wieder gehe ich vor die Tür. Gehen wir gleich nochmal erkunden. Nein. Oh ja, finde ich gut. Das ist eine gute Idee. Erkunden ist witzig. Ich brauche erstmal ordentlich neue Bolzen, weil diese Freeze Bolts funktionieren ja nicht. Und die Pfeile kannst du nicht als Bolts benutzen. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, genau, okay, 4. Davon brauche ich 1. Kann man denn diese Shells für den Revolver, kann man die nachfüllen? Von nach, du kannst sie craften, ja. Du kennst die Kraft. Du brauchst bestimmt Gunpowder dafür. Neu. Brauchst Edde. Ja, siehst du? Einmal Gunpowder brauchst du dafür. Nervig. Ja, kannst du aber machen mit Blaze Rods. Muss nur noch Blazes finden, ne? Wir haben Gunpowder. What the fuck? Wo haben wir Gunpowder her? So viel? Wo haben wir das ganze Gunpowder her? Die ganzen Mobs droppen das doch. Nee. Na gut, dann nicht. Eigentlich nicht. Deswegen bin ich gerade verwirrt, woher wir das haben. Ich brauche auf jeden Fall eine neue Waffe. Warum? Weil mein Schwert bunt gegangen ist. Oh nein. Ja, fies. Oh, das ist aber traurig für dein Schwert. Ich versuche mich jetzt mal am Eisenspeer. Wie kannst du das machen? Meiner ist kaputt gegangen mittlerweile. Ja, gut. Hast du einen Glascutter gebaut gehabt? Nein, ich glaube nicht. Wo ist denn Werkzeug, Miri? Ach, da. Da steht Werkzeug dran. Werkzeug. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert und man muss ein paar Ecken denken, aber Werkzeug ist am Ende tatsächlich Werkzeug. Bei einem ein Stick. 3 Iron plus 1 Stigus. Hab ich's echt falsch gebaut? Lohnt es sich, wohl einen normalen Bogen mitzunehmen, und weil wir sehr viele Pfeile haben? Ich bin ernsthaft am Überlegen. Wir haben nicht viele Pfeile. Wo haben wir denn viele Pfeile? Wir haben diese Spezialpfeile, aber... Nee, ich habe 64 Pfeile. Im Armbrust, die kann auch mit den normalen Pfeilen schießen. Sicher? Müsste sie können, ja. Wenn du das sagst. Puh. Miri, danke für den schönen Teppich. Wir sind dir alle auch ewig dankbar. Piri! Lauli, wann gehst denn du? Wohin? Wohin gehen wir? Ja, weg. Nein, ich gehe nicht wieder weg. Warum nicht? Das ist zu gefährlich da draußen. Ja, schon komm, mal draußen? Noch mal erkunden. Nein. Diesmal nehme ich ein bisschen mehr Medizin mit. Das steht mir aber mit einem Plan momentan ziemlich im Wege, wenn ich ehrlich bin. Was für ein Plan? Ja, ich möchte da nicht drüber reden. Was? Was hast du vor? Wir gehen nirgends hin. Wir bleiben hier für immer. Miri hat überhaupt keine Todesstimmung da gerade zu verbreiten. Das ist so. Ha, ich bin Miri. Nebenberuflich bin ich dabei, Leuten zu sagen, dass sie niemals das erreichen werden, was sie wollen. Was hat Katze denn vor? Wir können nicht gehen. Wir dürfen ihn nicht aus den Augen lassen. Ich glaube auch. Erstmal gibt es neue Quests. Beobachte ihn. Katze hat Quest gemacht. Ich auch. Yay. Du auch? Ja. Wie du auch? Du auch was?
Ich habe auch Quests abgegeben. Es gibt ganz viele Quests. Seeds, yay. Und Kill Dogs, yay. Die Yoba-Quest, yay. Wir machen das jetzt alleine, Menschen. Einer darf uns finden. Richtig. Was hast du vor, Mann? Mein. Ich will's eigentlich auch gar nicht unbedingt wissen, wenn ich ehrlich bin. Der macht eh wieder nur Kacke. Richtig, ich mach nur Kacke. Ja, sag ich ja. Denn die Katze dreht am Rad, dreh, dreh, dreh. Nein, nein, Fies! Fies, ich will auch dreh, dreh, dreh! Die Katze dreht am Rad, dreh, dreh, dreh. Wo ist der denn? Ich weiß nicht, wo er dreh, dreh, dreh machen darf. Die Katze dreht am Rad, dreh. Die Katze dreht am Rad, dreh, dreh, dreh. Er ist ausgezogen, weil Louis dreht auch. Die Katze dreht am Rad, dreh, dreh, dreh. Ich will auch dreh, dreh, dreh machen. Wo hat er dreh, dreh, dreh? Die Katze dreht am Rad, dreh, dreh, dreh. Nein, wie, 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 weil Louis dreht am Rad, dreh, dreh, dreh. Die Katze dreht am Rad, dreh, dreh, dreh. Du hast mir meine Mode geklaut, Fies. Die Katze dreht am Rad, dreh, dreh, dreh. Fies, fies, fies. Die Katze dreht am Rad, dreh, dreh, dreh. Fies, fies, fies. Die Katze dreht am Rad, dreh, dreh, dreh. Malui dreht am Rad, dreh, dreh, dreh. Malui dreht am Rad, dreh, dreh, dreh. Dreht am Rad, dreh, dreh, dreh. Dreht am Rad, dreh, dreh, dreh. Malui dreht am Rad, dreh, dreh, dreh. Dreht am Rad, dreh, dreh, dreh. Fies, 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 fies. Du musst am Rad drehen, drehen, drehen. Ich hab auch eine neue Quest fertig. Gibt einen Miri, Blauli räumt Miri. Schon wieder dein Gedöns da voll. Hä? Komm, Miris, habt ihr einen Kochtisch gekauft? Der hat das wieder voll gemacht, der Blauli. Dann hat er mir gewispert, dass du jetzt sauer auf mich bist. Hä? Der verschmutzt mit Absicht jetzt das Ding die ganze Zeit, damit ich schuld bin. Katze? Was denn? Katze, bist du fies, 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 fies? Wie heißt der Hund heute? Günther. Nee, warte. Beim Leben von Günther, sagt Gertrud. Mir, wer schuld ist. Gertrud heißt der. Ist das hier eigentlich heute schon die dritte Folge oder ist das erst die zweite? Ich bin verwirrt. Dritte. Sicher? Nein. So, normalerweise nehmen wir nicht so viele Folgen hintereinander auf, wenn man das psychisch einfach nicht erträgt. Deswegen kommt das Projekt auch nur alle zwei Tage und nicht jeden Tag. Weil am Ende, wenn wir, keine Ahnung, 5 Folgen hintereinander aufnehmen, werden wir uns wahrscheinlich gegenseitig erschießen. Mit unseren Revolvern. Ja. Wow. Gehen wir nochmal raus? Nein! Geh doch. Geh und versuch nochmal was Ordentliches zu besorgen. Es ist nah. Jo, Katze braucht... Oh, Redstone-Conduit, dafür brauche ich Silicon. Silicon war gut draußen. Nein. Nein, nein. Nachdem sie mein Haus angezündet haben. Zweimal. Mich anzünden wollten. Zweimal wollten sie dich anzünden. Nur zweimal, es war gar nicht so oft. Ich bin verwirrt. Ich bin Papanoid. Was? Paranoid. Parabalui. Nur zweimal wollten sie dich anzünden. Das war gar nicht so oft. Nee, die meinten das auch gar nicht so. Das hat ja nie richtig funktioniert. Oder hast du mal gebrannt? Ja, hab ich. Oh, okay. Echt? Wann? Ja, als ich aus dem großen hohen Turm flüchten musste. Da warst du ein paar Etagen hinter mir, ne? Und ich bin schon ganz knapp nur rausgekommen. Ich musste mich nachher durchboxen durch die Mobs, um rauszukommen. Dreh, dreh, dreh. Dreh, dreh, dreh. Haben wir schon Ich will in meinen Farbe? Kisten keine Arme und Beine sehen. Die gehören dann nicht in meine Kisten. Das Aber ist Müll. Aber ich bin da mit Herz und Seele dabei. Werf den Müll weg. Blaui, ich bin gerade übrigens an the Broke Bubble. Ja, was auch immer das ist, ich mache einen Ofen. Ah. Herzlichen Glückwunsch. Ich brauche Sand. Haben wir keinen Sand? Haben wir kein Glas? Wir brauchen Quarz. Wir haben Quarz. Ich mache Miri was zum Kochen, das ist cool. Cool. Willst du Miri kochen? Ja, ich will Miri kochen. Kann ich verstehen. Es war eine Horde Knochen dran, kochen. Aber egal. Was, eine Horde Knochen? Ja, das habe ich gesagt. Damit hast du sie dick genannt, nicht ich. Hä? Ich glaube, du hast da was missverstanden. Pie. An was bist du jetzt nochmal dran? An der Probe, der anderen Probe, der doppelten Phil Baubitz. Achso, was bringt die uns? The One Probe. Das gleiche wie der Helm, nur der Helm von uns geht halt irgendwann kaputt. Du hast den Helm gar nicht mehr.
Dann ist er mir kaputt gegangen schon. Ja. Ja, ich mach den gerade halt in, als Baubelsding, damit er nicht kaputt geht. Aber man, ja, das Problem ist, du machst ihn halt einmal und du müsstest ihn halt für jeden machen. Ja. Eigentlich. Dann ist mir das gut. Das war klar. Katze ist fies. Und ich bin eine feine, feine Katze. Nein. So. Eine fiese Katze. Wird sogar irgendwann noch von Miri beste Katze genannt. Fieste Katze. Dafür musst du für Miri erstmal irgendwas machen. Zum Beispiel mit ihr erkunden gehen. Bin mir nicht sicher, ob ich dazu geeignet bin, mit Miri irgendwas erkunden zu gehen. Also ich habe überlebt, die Erkundung. Ja, aber ich bin da eher so unterwegs. Ich laufe irgendwo hin. Ah, cool. Ja, cool. Dann loot ich das mal. Ja, okay. Das ist mir jetzt. Hier alles... ein Ofen, Miri. Cool. Da ist ja nichts passiert. Ja, gut. Dann ist ja das jetzt fertig. Ja, super. Hat alles wunderbar funktioniert. Dann gehe ich jetzt wieder heim. Und bei Blauli fertig. Und dir habe ich immer das Gefühl, das ist so nach dem Motto: Oh, guck mal, da ist ein Gegner. Oh Gott, ich sterbe. Nein, Hilfe. Wir wurden angezündet. Als wenn wir das so könnten. Ja, die, wir wurden angezündet. Das? Der Turm. Wir waren ganz Alter. Oben im Turm und jemand unten hat ihn angezündet. Was ein Arsch. Fies. Ich glaube, ihr seid einfach nur soll ich ihn, nicht soll ich gut ihn darin, nicht zu sterben. Ja, töt ihn ein. Du tötet den Hund als Strafe. Wie hieß er heute? Ich weiß nicht mehr. Du lässt Gisela, die Gertrud, in Ruhe. Was zahlst du? Was ich zahl, fragst du, Katja? Ja. Und frech. Boah, ich hasse dieses Lager so sehr. Hey, Fies. Weil ich nichts finde. Warum nicht? Was suchst du denn? Nichts, hab ich schon gefunden. Ja, dann war es ja wohl doch nicht so scheiße. Ja, aber irgendwer muss was machen, bitte. Ich nicht. Liebe Menschen, Tiere und Doktoren, wenn euch die heutige Folge gefallen haben sollte, dann lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch die Folge nicht gefallen haben sollte, dann fickt euch. Dann fies. Nein, dann okay, dann hat sie euch nicht gefallen. Ihr werdet bestimmt eure Gründe haben, aber auch die könnt ihr uns unten reinschreiben. Ja, einfach grundlos beleidigen, wie man Katze kennt, nicht? Ja. Wir sind hier langsam aber sicher auf dem Weg in ein weiteres, schöneres Zukunftsfeld, wo Miri eventuell irgendwann auch ein Lagersystem bekommt, um nicht mehr hier durch die Gegend rennen zu müssen. Bis das aber der Fall ist, brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Bis zu der Zeit geht ihr noch gerne beim Merch-Shop vorbeischauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Und ich sage Dankeschön. Und ja, bleibt schön feurig. Zum nächsten Mal. Tschüss.